Fahr langsamer, langsamer, ich muss Foto machen. Hallo. Das muss jetzt aber nicht sein hier mit dem Popo. Hallo. 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 Der Poller steht schief. Können Sie den vielleicht gerade rücken? Können wir gerne tun, ja. So, hören Sie mal, was ist denn hier passiert? Flucht mit einem Kart geklaut oben bei der Kartbahn, dann einmal gerade durch die Stadt. Er hat das Kart geklaut und flieht damit. Mhm. Und warum ist der Herr nicht in Handschellen? Warum liegt er da immer noch? Weil er verletzt ist, weil er sich überschlagen hat. Deswegen muss er im Kart sitzen bleiben, bis das FD ihn befreit. Und danach setzen sie den sofort in Handschellen, ja? Nee, nee. Der kommt dann erstmal ins Krankenhaus, da kriegt er dann einen Täterstatus, kriegt ein Einzelzimmer und danach holen wir dann, wenn er fertig mit der Behandlung ist. Und was, wenn er auf dem Weg zum Krankenhaus abhaut? Kann er nicht, doch nicht. Wird nicht passieren, wir fahren da hinterher. Der Herr, sind Sie mit dem Go-Kart abgehauen? Ich bin über die Straße von Los Angeles damit gefahren. Komischerweise war irgendein Polizei hinter mir, ja. Nein, das war nicht meine Frage. Sind Sie mit dem Go-Kart abgehauen? Ja, Sie haben keine Marke, ich muss mich zu dem Vorfall bei Ihnen nicht äußern. So, der Herr. Haben Sie einen Knüppel dabei? Tatsächlich habe ich keinen Knüppel dabei. Haben Sie Glück gehabt! Nächstes Mal nicht so frech. Sie müssen wissen, der Herr hat heute einen ganz anstrengenden Tag gehabt. Mhm. Ich habe einen ganz anstrengenden Tag, richtig. Sieht ich bin in der Wüste, abgeworfen worden und jetzt hier einfach in die Stadt gereizt, gerufen. Ja. Nur um festzustellen, dass Sie mit einem geklauten, was ist das für eine Scheiße, Go-Kart abhauen? Haben Sie da ein bisschen Reizdarm hier? Er wollte sich das jetzt mal angucken. Er meinte, er war schon mal in der Polizei tätig, in der Polizeibranche. Glauben Sie mir, Sie finde ich noch. Schau mir das Krankenhauszimmer und dann unterhalten wir uns mal gemeinsam. Heute Cisco, mit dabei. Wir sind fertig. Schauen Sie mich an. Sag mal, also Sie sehen mir nicht so aus, als wären Sie irgendwie da drin gerade operiert worden. Es sieht mir eher so aus, als hätten Sie eine Perücke bekommen. Die Haare wurden transplantiert. Ist aber. Ey! Ah! Das war jetzt aber nicht nett. Oh nee. Hallo, nein. Ja, ich, was guckst du dir jetzt für eine Tier-Talk-Witz an? Ja, warum ist das auf einmal leise? Ja, ich hab's auf leise gestellt, ich will keine Musik hören. So, wir war's rausholen. Dann wird er perfekt gelaufen. Pizza, Mario. Mario. Möchten Sie vielleicht einen Schluck von meinem Halal-Wein? Danke, nein. Sonst kriege ich da ein bisschen Durchfall. Und die Trauben haben dann nicht gelitten. Bin dann weg. Wirklich super schönes Fahrzeug. Dürfte ich mal Test sitzen? Setze ich mich auch mal rein. Test sitzen? Oh ja. Testfahren allerdings nicht. Oh ja, sieht wirklich sehr gut aus, das Fahrzeug. Ist wirklich ein tolles Fahrzeug. Also ich bin jetzt begeistert, wie du das geschafft hast, ne? Weil sonst die rücken das nie raus. So, ich habe ihm jetzt ein Bild von diesem Ferrari geschickt und geschrieben, ich bin leider geschäftlich unterwegs und habe keine Zeit für Geringverdiener. Ja, wir sind ja geschäftlich unterwegs, das stimmt ja schon. Ich krieg einen Anruf. Oh, perfekt. Ja, hallo. Ja. Mit dem Herrn Winkler. Wie kann ich helfen? Ja, das ist das Schmieröl. Kein Parkplatz. Öl. Wir wollten eigentlich nur kurz tanken. Und wissen Sie, es hat angefangen zu regnen. Und dieses Auto hat eine sehr teure Folierung und Regen ist nicht gut, wissen Sie. Die Tankstelle hat ein Dach. Ja. Die Tankstelle ist leider zu weit entfernt gewesen. Was denn? Das Auto ist weg. Der Ferrari ist weg. Also entweder hat er geklaut oder was sein kann, weil... Ich sag mal, dieses Auto ist ja nur ein Testfahrzeug. Dass das so mir nichts hier so schwupps. Ah, ich verstehe. Die Frage ist nur, wie erklären wir das jetzt dem Herrn, dass das jetzt weg ist? Wie wollen wir das jetzt erklären? Glutamat. Hallo. Ja, was? Haben Sie vielleicht gerade einen Dollar für mich? Ein Dollar? Warum ein Dollar? Ich muss drinnen die Spilo bezahlen, den Automaten. Und ich bräuchte einen Dollar dafür. Haben Sie vielleicht einen Dollar? Nee, so läuft es nicht. At least he tried. Kriege ich jetzt doch noch einen Dollar? Ja, aber du musst wissen, das ist lustig. Willst du sehen, ja oder nein? Ich will's sehen. Okay. So, jetzt hat er sich sicher zu Tode erschrocken. Und? War gut? Hallo?
Ich hasse dich. Du hast gefragt. Ich habe extra gefragt, ob du das willst. Ich habe mich fast eingeschissen hier. Ich kann auch den Hartz-IV-Empfänger spielen mit dem Laptop, den wir also, gekauft haben. Also, ich weiß nicht, warst du... Also, wenn du den Jump jetzt mitnimmst... da flattert das Ticket rein! Ja! Fangt mich doch, wenn ihr wollt! So, ich darf den... Toll, ich darf das jetzt hier wieder erklären, warte mal. Clubsportnetz und sowas, halt geil, alles. Geil. Hallo. Also wolltet ihr uns gerade mitnehmen, ne? Ja. Wolltet ihr gerade? Davon gibt's auch ganz viele, guck. Oh, das geht gar nicht. Was probierst du denn? Probierst du gerade zu spammen? Ah, das ist aber gar nicht mal so schlecht, ne? Ich muss kurz aussteigen, ja? Ja. Arme Polizei. Gut. Dreh mal die Reifen durch. Und weg. Weg. Nein. Oh, der fackelt. Och, scheiße, was machst du denn? Da liegt Liebe in der Luft. Riechen Sie die Liebe in der Luft. Ich erstimme. Gerade nicht wirklich. Sind Sie verliebt? Ja. Die Dame, der Herr Spitz. Was? Spitz ist der Herr auf Sie. Ja, Dame, ja, das ist so oder so. Haben Sie schon mal zusammen im eigenen Bettchen geschlafen? Also mir wär's... Warte mal. Mir wär's lieb. Ich bin ein Hubschrauber, ich möchte umgestellt werden. Liebe liegt in der Luft. Kommen Sie gern zu Bill Weaves Lounge. Hier gibt's Diner im General Store. Kommen Sie rüber! Kommen Sie vor! Entweder hab ich jetzt tierisch einen mitlaufen oder ich höre Stimmen. Hier liegt es in der Luft. So, bei Vampir in der Gruft. Hier brennt die Hütte ab. Die Feuerwehr ist da, aber keiner löscht es. Nein, oh oh. Hup. Hup. So, auf jeden Fall, Leute, haut rein. Wir sehen uns. Und, auch Radlfahrer. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Tschüssikowski. Kuss. Und natürlich den Doschab am Ende reinballern. Der ist noch wichtig und richtig. Für den Endscreen, für die Endcard, was auch immer kommen sollte. Aber schöne Laptop gekauft, ey. Internet, was ist das Internet? Gehen wir erstmal zurück. Verstehe ich nicht. Ja. Und hier ist einer runtergekommen. Das ist eine sehr schöne Laptop. Unser Janne Markus Laptop. I keep wearing my seat, boy. Don't let the ride or die.